Ich bin auf keinen Fall schadenfroh. Das wirft hier ein falsches Bild auf mich. Hallo, ich bin deine Schmexa und ich bin hier, um dich auf das fantasteröse Gronkh-Stream-Archiv aufmerksam zu machen. Stream verpasst? Dann kannst du ihn auf gronkh.tv einfach nachschauen. Das war's auch schon. Dann gehe ich mal wieder und hör dir später heimlich beim Schlafen zu. Liebe Schwiegermütter, das könnte Ira sein. Ihr Schwiegersohn. Ja, falls sie an diesem wunderschönen Exemplar Mensch oder auch Stück Fleisch interessiert sind, dann schreiben Sie uns an die One-Up Management. Der Chris freut sich über Ihre zahlreichen Zuschriften. Er arbeitet sehr gern im Blumenbeet, interessiert sich für Maulwürfe, für Briefmarken und auch für Gruselgeschichten. Sein Buch ist im Handel erhältlich, er hat Tischmanieren und kann sogar ganze Sätze bilden. Das gibt es heute nicht mehr oft. Liebe Schwiegermütter, bitte melden Sie sich jetzt bei Interesse. Ganz kurz dazu, jetzt rein in die Streamclips. Ich fand das Bild gerade so schön. Guck mal, wie lieb kann man denn aussehen? Wie lieb kann man denn aussehen, oder? Das ist einfach richtiges Schwiegersohnmaterial einfach. Das ist ja auch pflegeleicht, sehr pflegeleicht. Stubenrein zu 99%. Manchmal kommt es noch zu kleineren Umfällen, aber die sind dann eher süß. Ja, das ist eher so eine liebenswerte Eigenart. Man lernt damit zu leben, ja? Klar. So, wir gehen mal rein. Finger abgebissen. Das ist keine liebenswerte Eigenart. Wir schauen mal. Folge 253, Streamclips Germany. Ich liebe Cock und damit herzlich willkommen bei Streamclips. Liebe Schwiegermütter, bitte sehen Sie davon ab, der One-Up zu schreiben. Das ist vielleicht keine so gute Idee, wie ich anfangs gedacht habe. Entschuldigung, ein Missverständnis unserer Redaktion. Germany. Okay, gut, was? Wir müssen die Kapsel. Was? Könnte, so bei dem, was ich jetzt sehe, im Moment schon Milchbaum-Stream sein. Also da. Also. Mit der Person im Hintergrund noch mehr. Ich sehe eine Mülltonne, könnte auch Asche sein. Das könnte Asche sein, also, auf jeden Fall. Das ist die Kombination aus Asche und Milchbaum-Stream. Oh, ich bin wieder. Wir machen das. So, LKW. Und jetzt habe ich gewonnen, aber weil ich ein Drecksack bin. Was? Ich bin nicht schadenfroh. Ja, ihre Kamera ist überall. Oh Gott, das sah am Anfang voll gruselig aus. Guck mal ganz kurz, eben wie der Schatten reinkommt vom Hund. Warte. Erstmal noch hier. Lul. Das sieht voll gruselig, als würde sie angefallen von irgendwas. Oder? So, vielleicht seit 30 Jahren irgendwas Totes, was mit dem Haus wohnt oder so. Das ist so ein Klumpo. Oh, wie süß der aber ist. So ein süßer Klumpo. Guck mal. Ja. Dieser Hund ist groß. Oh, ist der süß. Oh Gott. Oh. Oh, ups. Oh mein Gott, Schaft an sich ist so easy. Oh, oh. Schaft ist so fucking easy. Oh, oh. What? What? Ich bin auf keinen Fall schadenfroh. Das wirft hier ein falsches Bild auf mich. Der Follower-Special, die habe ich ja noch nicht mal, die 1500 Follower. Also, deswegen. Oh, kennt ihr diese Bürostühle, die immer bei jeder Bewegung knarzen und knarzen und nicht aufhören zu knarzen? Man kann nicht mehr weghören, wenn man es einmal gehört hat. Warte, hör mal hin. Die habe ich ja noch nicht mal, die 1500 Follower. Also, deswegen. Dieses Knarzen vom Bürostuhl. Was war das denn? Nein, ich habe jetzt nicht gerade gedacht. Ich meine, wem es schmeckt. Gönn dir halt. Na, was Katze. Tun wir so? Lass mich mal schauen, bin ich online? Ich wollte nicht online gehen, wenn ich online bin. Ach was? Cool, hi! Ich habe gerade was aufgenommen und meine Makrotaste aus Versehen angemacht, Chat.
Oh, wie unangenehm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe nicht, dass mir das irgendwann passiert, dass ich aus Versehen den Stream anmache und es nicht merke. Ich weiß nicht genau, wie ich hier im Rechner sitze, wenn ich nicht streame oder wenn man sich unbeobachtet fühlt. Wahrscheinlich immer so, irgendwie so, irgendwas, keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist, eigentlich sollte ich gar nicht mehr online sein. So vermutlich wie jetzt auch. Ich wollte eigentlich eine Aufnahme beenden von einem Video, das ich gerade drehe. Ja, Top 3 ist doch super. Top 3 ist wie gewonnen. Oh, den kenne ich. Top 4. Top 4 ist wie gewonnen. Top 5 ist super. Top 6 ist der Spitze. Top 6 ist immer noch fast wie gewonnen. Top 6 ist wie Erster. Schön. Das wäre eigentlich noch und drauf blicken könnte. Wer? Ach, was? Warte mal. Das ist der. Ich weiß, wer das ist. Ich weiß, wer das ist hier. Ich habe eine Ahnung. Ich glaube, da wurde eine Szene nachgestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das weiß man jetzt aber auch nur, wenn man Bescheid weiß, ne? Ohne Kontext finde ich das schwierig, aber ne? Ohne Kontext ist die Szene nicht lustig. Aber wir wissen es. Wir wissen Bescheid. Wir wissen Bescheid. Ja, ja, ja. Und guck mal hier, Supermarkt-Simulator. Nach dem jetzigen Tag kann ich mir endlich einen neuen Kühlschrank leisten. Aber ich putze mal eben die Zähne. Jeder weiß es. Hör auf. Was? Du was? Okay. Was ist morgen, Lilith? Was ist morgen? Tell me. Was ist das? Was ist das? Was macht ein leiser Grimm am Gerät? Echt auch impossible skill check. Wow. Wow. Respekt. What? Ist er stärker geworden? Oh mein Gott! Oh my fucking goodness! Alter, ich hab mir krank. Ich bin gestorben. Oh, den kenn ich. Oh mein Gott, Erik, bitte. Komm zurück. Komm her, komm her. Was ist das? Was denn? Ach, das, ey, ich weiß genau, was passiert. Ach, dein fucking Aua. Ich früher als 12-Jähriger. Danke, Tobi. Wasserdüse im Freibad. Die Wasserdüse kennt ihr, ne? Wo das Wasser so rauskam und man als 12-Jähriger gerade seine Sexualität entdeckt hat. Ich will nicht wissen, in welche Richtung das hier läuft gerade. Aber, lieber Herr Brutus, erzählen Sie weiter. Und mal zufällig aus dem Becken raus wollte, an so einer Düse nach oben und gemerkt... Zufällig wollte man aus dem Becken heraus, an, genau, und die Düse war genau auf die 12 geritten. So ein Zufall aber auch. Wie vielen Leuten das zufällig passiert. Fühlt sich ja gar nicht so scheiße an. Aha, hat man sich von dem Ding quasi f***en lassen. Kennt ihr auch, ne? Ich sag jetzt nichts Komisches. Aber f***en lassen heißt, er ist mit dem Arsch an der Düse hoch, oder? Sind Details jetzt, aber weiß ich nicht genau. Wasserdüsenbumsen war schon normal für so pubertäre Jungs. Und ich weiß nicht, ob ich diese Beobachtung gemacht habe. Im Freibad einfach, flupp, und dann stehen sie alle in den Düsen rum. Hätte es wahrscheinlich auch. Ich meine, der Name ist Programm. Unfair Mario. Ist die Wege. Nein! 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 Katzen hören immer auf Nein, das weiß man. Du bist komplett in allem jetzt drin. Ach du Scheiße, war das. Es ist noch nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Jetzt hängt die hier mit allen Kabeln zusammen. Also. Es ist noch nicht vorbei. Guck mal, das ist neu da oben, dass da closed steht und dass so Tag-Nacht-Dings da ist. Das haben die doch rangepatcht, oder? Hä? Da oben. Na oben. Hat sie ihm gerade voll auf die Nippel geguckt? Hat die Doni dem Chagges gerade voll auf die Nippel geschaut? Warte, ich muss mal. Ja, die Katze ist sehr süß. Warte. Guck mal, das ist neu da oben, dass da closed steht und dass so Tag-Nacht-Dings da ist. Das haben die doch rangepatcht, oder? Hä? Da oben. Na oben. In deinem Menü. Du guckst jetzt nicht wirklich in den Himmel, oder? Nein. Oh, da oben. Du hast mich abgelenkt, Party. Meine Nachbarn, hast du mich auf Lautsprecher? Meine Damen und Herren, wenn Sie für weitere 5 Minuten mein
das Elden Ring Gameplay sehen wollen, müssen Sie nun 5,99 auf dieses Konto überweisen. Wollen Sie weitersehen, wie ich von meinen Stechern aufgestochen werde? Ja, möchten Sie sehen, wie mich lange Schwerter penetrieren? Dann schauen Sie jetzt weiter auf Ihrem Bildschirm. Ja, du dreckiger Kleiner, ich... Das fällt ihr ein bisschen zu leicht. Das fällt ihr... Sie fühlt sich in der Thematik und in dem Wortgebrauch sehr sicher. Hört sich an wie so ein Schulzeugnis. Weißt du? Asche fühlt sich in der Thematik und im Wortgebrauch sehr sicher. Sie kann schon ganze Sätze bilden. So. Ich weiß genau, du willst das Anime-Mädchen leiden sehen. Was passiert hier gerade? Will der Dalu wieder trollen? Der Dalu trollt wieder, ne? Der hat wieder getrollt. Was ich außerdem definitiv machen muss. Ich werde die Sachen schwieriger einstellen. Das ist nicht nett! Das ist wirklich nicht nett! Ich weiß, dass das nicht nett ist, aber das muss sein, sonst brennt hier meine gesamte Stadt innerhalb von 5 Minuten ab, Xerberus! Nein, aber wirklich, wenn der nächste Abbruch da ist oder so, dann... Oh. Alles gut, ich lebe noch. Nichts passiert. Ja. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, oder? Mach's mal in weiß. Das hier. So. Aha. So. Hä? Friedenstaube, oder was? Das ist der gestiefelte Adler. Oh Gott, ich, uff, Das ist der gestiefelte Adler. Die Schmerzen. Der Großteil der Menschheit ist Arbeit ja einfach nur ein Mittel, um Zeit gegen Geld zu tauschen, um halt irgendwie Geld zu haben, um die Zeit zu überleben. So. Tiefgründige Zitate folgt mir für mehr. Zeit gegen Geld zu tauschen, um Geld zu haben, um die Zeit totzuschlagen. Ja, im Grunde genommen, ja, das fasst es im Grunde genommen zusammen. Die, 2 Drittel des gesamten Lebens fasst das zusammen, im Grunde genommen. Mein Prinzip hier, wenn ich verscheiße, dann habe ich halt verschissen. Dann ist das so. Dieb. Dieb. Hier müsste aber eigentlich nichts. Ich sitze aber nicht nur im Büro und warte, bis ich gehen kann. Also ich bin ehrlich, ich würde meine Arbeitssituation jetzt nicht unbedingt als normal oder also als gegeben betrachten. Aber nee, bei mir ist das auch nicht so. Eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Ich tue mich schwerer mit Freizeit, als damit mich zu beschäftigen. X sein. Oh Gott! Okay. Zu viel World of Warcraft. Klarer Fall. Zu viel World of Warcraft. Putzi hat ein Date. Zu viel Genshin Impact. Eigentlich wäre auch schön, wenn der Putzi so eine Tasse da hinstellen könnte auf den Tisch da unten und dann mit ihr so ein bisschen so, weißt du, so, ach ja, mal ein bisschen in die Augen schauen, romantische Musik dabei und so, würde ich fühlen. Das wäre schön. Zu viel. Ich habe deinen Namen falsch geschrieben. Warum hast du 27 natürlich im Namen? Weil ich 27 bin. Änderst du dann deinen Namen jeden Tag? Jeden Tag. Da war aber ganz knapp Ausnummer. Walter Warcraft. Ich bete den einfach. Alter! Prächtiges Schwert. Würde Asche gefallen. Mann, das ist Alf! War Alf nicht das Vieh, was kleine Kinder gefressen hat? Ehrlich gesagt, finde ich das sogar besser als Katzen. Irgendwie hätte ich es besser gefunden. Und dann wären von den Tenners einfach die Kinder verschwunden. Und keiner weiß, was los ist. Und bei Alf in seiner Garagenkammer oder wo immer der geschlafen hat, weiß ich nicht mehr, werden noch so irgendwie vereinzelt Menschenknochen gefunden. Und in der Nachbarschaft verschwinden auch die Kinder. Und dann wird er irgendwann auch abgeholt und so. Boah, das wäre eine viel bessere Serie. Haha! War Alf der Kind. Oh, warte. Katzen! Das waren Katzen, das waren keine kleinen Kinder.
Aber er hat nie Katzen gegessen. Er hat immer gesagt, Katzen sind eine Delikatesse. Aber er hat nicht eine, während der ganzen Serie, nicht eine einzige Katze gegessen. Hm. Sei froh, dass du mal eine Nase hast. Bist du blind? Was? Komm her. Guck. Nase? Guck, 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 guck. Dieser Punkt in meinem Gesicht ist kein Pickel. Na Moment, da ist noch ein Schatten mit dabei. Ich sehe den Schatten da drüber ganz deutlich. Der soll wahrscheinlich Nasenrücken symbolisieren. Aua, das ist ein Das ist zu realistisch. Folge auf Instagram, um immer bei einer neuen Folge benachrichtigt zu werden. Ach so. Ich will meinen Kaffee hier trinken, der ist bald kalt. Oh. Hey. Oh, meine Fresse, ey, mein Herz. Und steuern. Tschüss. Was, steuern? Ich hasse Steuern. Wow, geil. Das gut eingeparkt. Und ja, es gibt einen Alf-Channel auf Twitch, der jetzt 24/7 Alf-Folgen zeigt. Ich war gestern mal drauf und es war unfassbar langweilig. Ich hab die Serie früher gern geschaut. Ich habe dann jetzt nochmal reingeschaut. Es war irgendwie so, ja, ich glaube, ich bin ausgewachsen. Das, keine Ahnung, ist irgendwie so, boah. Schön, dass es den Channel gibt. Aber naja, inzwischen gibt es andere Serien, sage ich mal. Alle Arschkarten gezogen, die es gibt. Respekt. Nein. Schön. Und jetzt mal den Abhang runter. Let's go. Schön. Franzi hat ihr Piercing gegessen. Was? Das kenne ich. Ich habe meine Kugel verschluckt von meinem Zungenpiercing. Nein. Sie kommt ja wieder raus. Sie kommt wieder raus. Shit happens. Control, so ein gutes Game. Bin ich jetzt dumm oder so? Nein. Ich frage aber nur rhetorisch. Bedingt. Hab deinen letzten Twitch-Stream dreimal auf dich abgespritzt. Kannst du beim nächsten Stream bitte mehr Ausschnitt anziehen? Gib auch 10 Euro. Wo sind meine 10 Euro? 10! 10! Los! Wo sind meine 10 Euro? Die sind nie bei mir. Das ist so unfair. Du hast mega geile... Guckt! Wo sind meine DMs? Schreibt mir auch niemand. Warum schreibt mir das niemand? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin latent enttäuscht. Schade. Bei mir ist immer nur I love you. I love you. Du hast eine fette Nase. Toll. Die haben immer so schöne Creme de la Creme. Ich krieg gar nichts. Ich bin immer so neidisch auf die. Danke, oh, danke, Chat. Ihr seid so... Oh, danke schön. Du musst mal Fuß zeigen. Oh, das sind die Sachen, die man lesen will. Du hast eine sehr schöne Oberweite. Oh, danke schön. Du hast eine fette Nase. Habe ich wirklich. Vor allem, die wird noch größer mit dem Alter. Warte mal ab. Mega geile Brüste. Oh, danke schön. Oh, man hört selten Komplimente. Ne? Ist einfach so. Ja. Schöne Nasenflügel, ja, ein Wurstfach. Ihr könnt hier alles rauslassen. Lasst alles raus. Vielleicht nicht, ich glaube, Twitch sperrt irgendwie den Channel, ne? Zeig mal Ritze, hier. Ja. Ach, schön. Tolle Stirn. Ja, die ist sehr groß und glänzend auch. Ja, ich öle die immer ein bisschen ein. Ah. Wann streamst du endlich ohne Cam? Was? Ich mach weiter, let's go. Wir machen weiter. Kurz vor dieser Reaction haben wir das gemacht. Oho. Mein kleiner Finger ist unnormal kurz. Der durchschnittliche kleine... Sie hat auch so einen... Guck mal, sie hat so einen krummen kleinen Finger, ne? Ich hab das auch. Bei mir ist der auch ein bisschen so. Der andere auch. Interessant. Finger ist anscheinend 7,5 Zentimeter lang. Und meiner... Same hier, ich auch. Smartphone-Finger? Nee, der kleine doch nicht. Nee. Zu viel Smartphone, als ich jung war. Zu viel Smartphone, klar. Mein Smartphone war ein Nokia, war das Nokia? PT11. Das hast du noch so halten müssen. Meine sind unterschiedlich lang. Die sind gleich lang, aber auch gleich krumm irgendwie. Ich muss Fingernägel schneiden, ist aber gerade egal, spielt keine Rolle. Und den hier konnte ich noch immer irgendwie. Ich habe mal irgendwann geübt, dieses Gelenk da oben zu benutzen. Ich weiß gar nicht warum. Jetzt, wo ich das vor der Kamera mache, im Internet, kommt es mir falsch vor, aber es war nur just for fun. Das war nur zum Spaß, ja? Ich glaube, ich konnte das auf beiden Seiten, ja. So, jedenfalls, let's go.
Da ist nur 5,2. Ich als Handtherapeutin bin beeindruckt. Guten Tag. Umdrehen. La 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 la. Ich. Das wollte ich noch spielen. Hab ihn erschossen. Yep. Da stand er wie ich dachte, ich muss es drücken. Na. So, ganz kurze Frage, spielst du mit Keyboard oder mit Tastatur? Was mit Keyboard oder Tastatur? Mit Okay. Katze, nein, ist keine Katze. Hä, wie cool. Das ist ein Chamäleon. Ah, wie cool. Ich hab's nicht mal gesehen. Ich dachte, die Gabel ist eine Katze. Ich dachte, Gabel? Das hier ist eine Katze. Ach so. Nee, ich schaff nicht. Ich würde nicht zu uns in den Laden aufpassen, ne? Hä? Komm doch los. Nice. Ja. Nice. Wie siehst du mich eigentlich in echt? Siehst du mich wie da? Hä? Du siehst mich wie da, ne? Und ich sehe mich aber wie da. Was? Wie siehst du mich? Hier ist der Eyeliner. Das ist jetzt bei mir mein rechts. Wenn ja, und bei mir links. Und da ist es links. Wo? In dem Spiegelbild. Hier. In dem Kamerabild. Und hier ist es andersrum. Deswegen stresst mich dieses Bild auch immer, weil das genau spiegelverkehrt. Was? Warte mal. Warte. Ach, das war das Ding. Okay. Ich gehe nochmal zurück. Ich hasse diese Videos. Boah. Ich hasse die so sehr. Oh, das sind zwei. Nee, hör, was haben die? Die haben Körbe, die haben gar keine Sägemesser. Jedes Mal, was ja, wollen die jedes jetzt machen? Mal. Wollen die mich mit Körben beschmeißen oder was? Oh, das ist wild. Ich wollte schon immer mal mit Körben beworfen werden. Mit Körbchen? Ah, okay, ich wollte noch nie mit Körben beworfen werden. Hör auf damit! Oh, war ich wieder im Gesicht? Oh Mann. Wir haben jetzt auch einen Ladennamen. Wieso können wir die Pepper noch nicht kaufen? Wir haben einen Ladennamen? Ja, wir haben jetzt einen Ladennamen. Wir haben ein richtiges Schild. Ich habe uns ein Schild gekauft. Aber gut, sehr werbewirksam. Oh mein Gott. Clever. Dein Name ist hier vorne im Busch. Newwalds Dönerladen, der Leckereien, die lecker sind. Ja. Clever. Guter Werbeplatz ja, einfach. Oder? Fucking Nippel sind einfach so empfindlich. Die werden wegen allem hart. Die werden hart, wenn du dich auf Essen freust. Die werden hart, wenn du dich erschreckst. Ich kenne mich bei Nippeln, ich bin kein Nippelexperte. Ja? Ich habe jetzt nicht studiert, was Nippel betrifft. Meine Nippel werden nicht hart, wenn ich mich auf Essen freue. Ich freue mich auf Essen, das kommt schon mal vor. Aber das Ausmaß ist immer sehr überschaubar. Und ich bin bei Essen nicht erregt. Vielleicht esse ich mein Essen zu normal oder vielleicht kommt es darauf an, was es zu essen gibt, ja. Ich weiß nicht genau, vielleicht Körper mit Schokopudding, ich habe keine Ahnung, ja, vielleicht sowas. Vielleicht kommt es aufs Essen drauf an, vielleicht esse ich die falschen Dinge. Das liegt daran, dass du innerlich bereits tot bist. Auch das ist möglich, ja, das machen 10 Jahre Stream aus einem. Das ist absolut möglich. Warte, ich will mal ganz kurz warten. Fucking Nippel sind einfach so empfindlich. Die werden wegen... Wenn du sagst, dass deine Nippel nicht hart sind, wird das nichts mit 10 Euro. Verdammt! Allem hart. Die werden hart, wenn du dich auf Essen freust. Die werden hart, wenn du dich erschreckst. Die werden hart, wenn dir kalt ist. Die werden auch hart, wenn du schwitzt. Ich muss das mal beobachten. Ich muss das mal beobachten. Ich sag euch mal, ich merke es aber selber nicht so richtig. Also die stechen jetzt auch nicht so durch oder so. Ich habe jetzt keine Schneckenaugen als Nippel, die dann irgendwie so rausgucken oder so. Ja, vielleicht muss ich mal drauf achten. Ich weiß nicht genau. Mach eine Livecam. Ja, Mann. Was? Was zum Teufel? Meine Nippel werden hart, wenn ich das sehe. Warum? Was zum Teufel ist das? Warum geht das? Alles daran ist falsch. Crazy.
I was crazy once. Crazy. Locked me in a room. I was crazy once. Crazy. I was crazy once. They locked me in a room. I was crazy once. Ich kenne nur, wie war das nochmal? War das Frere Jacques oder so? Keine Ahnung. Bim Bam Bum, hörst du nicht die Glocken? War da nicht sowas? Oh, warte mal, ich bin wieder falsch, ne? Warte, ich. Hoppala. Ja, Bruder Jakob, genau. Bruder Jakob, Bruder. Jakob. Boah, er krabbelt hier immer noch um der Arsch. Oh, mit einem Schlag bin ich wieder da. Ich freue mich auf Dezember, zweite Staffel. Das wird so gut. Ein Baum ist gerade vor meiner. Ich dachte gerade, warum ist denn das Spiel so kaputt? Ja, ich habe mich hier drauf konzentriert, weil da lief gerade dieser, ne, Kannibale rum. Und ich dachte, das Spiel wäre kaputt, weil die Grafik von dem Feuerding immer wieder vom Schaft weggegangen ist. Aber das war sein f***ing Hut hier unten. Das sieht so aus, als würde das zur Waffe gehören. Boah, er krabbelt hier immer noch um da. Aber jetzt. Oh, mit einem Schlag bin ich. Ja, wenn man hier so hinguckt, sieht das ein bisschen so aus. Und dann. Aber ein Baum ist gerade vor meiner Nase, die spawnt. Hier hinten habe ich noch super viele. Ich bin wieder am Weg. Oh mein Gott. Okay, jetzt muss ich wieder. Tut mir leid. Die Kameras sind all over the place. Vor meiner Nase, die spawnt. Hier hinten habe ich noch super viele. Oh mein Gott. Ich möchte sofort dieses Spiel quitten. Oh, Wette geht bis 22 Uhr und 45 Minuten. Ja, schaffe ich locker. Hör auf. Du musst umgreifen. Loslassen, umgreifen. Ist die Cam wieder im Weg? Oh, es ist so zum Kotzen einfach. Mann, ich will das Video auch gucken. Ich will nicht ständig gucken, wo die Kamera ist. Ich will mich auch hier mal ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Hör auf! Nee, Abbruch! Zählt Abbruch! Die zählt doch nicht, die ist noch offen. Ich brech ab. War zum Warmwerden. 3, 1. Ach, das ist dein Finger. Au! Au! Hab ich dir wehgetan? Das war so richtig doll gebissen. Ja, weil ich dachte, ich muss es abbeißen, das wäre ein Spargel. Merkt man das nicht, was da im Mund ist? Also checkt man das nicht? Du kannst doch nicht deinen Finger ins Maul schieben. Bitte eine Ruhe. Was ist denn das? Eine 10? Oh, die Zwillis, guck mal. 9, du Depp. Das ist eine 10. Das ist eine 10. Du Depp. Ich muss gleich mal schon wieder anschreien. Das Gute bei den beiden ist, man weiß gar nicht, wer der Depp war und wer nicht. Man weiß es aber nicht. Die werden so einfach unter zwei Hütchen gesteckt, weißt du, dann so einfach, wie bei so einem Glücksspiel, werden die so durcheinander gewirbelt und dann ist es hinterher wieder egal. Weiß man aber nicht. Grob. Mach das einfach über deinen Kopf, Peter, dann ja, passt das wieder. Warte. Moment, dann muss okay, das will ich sehen. So. Schönen guten Tag, nein, das ist da so ein bisschen rum. Schön, dass ihr da seid. Schön. Ich habe gerade Bauarbeiten am Balkon und Terrassen und so. Und da wurde heute der ganze Boden abgespritzt. Mit so einem heftigen Druck, dass wir die Rollladen nach unten machen sollten. Also die haben richtig abgespritzt. Erinnert mich gerade ein bisschen an diesen Dingens Reinigungssimulator, den wir gespielt haben. In der Zone noch nicht. Mit F kannst du die Map aufmachen. Oh. Sie hat mehrere Terrassen. Du bist doch. Alter, mein Herz! Deswegen nennen wir dich auch Mami so. Ich hab schon graue Haare. Hey. Magst du Milf? Hey. Oh Gott, Suki, was ist da los? Was ist da los, Suki? Hä? Ich will lehren. Lehren. Schön. Kennt ihr das so, wenn ihr manchmal im Bett liegt
und euer Ohr umklappt und ihr auf eurem umgeklappten Ohr schlaft und das dann so richtig scheiße wehtut, wenn ihr das... Werden dabei auch die Nippel hart? Ich bin ganz ehrlich, ich kenne das nicht. Nein, ich klappe mein Ohr nicht um, wenn ich schlafe. Ich klappe höchstens mich komplett um, wenn ich schlafe. Das mache ich. Aber warum klappt man denn das Ohr um? Passiert manchmal automatisch? Aber ist das dann so, sagt man dann so, Törö, oh du Otto, ich klappe jetzt mein Ohr um. Und dann flappt das einmal so rüber. Unbewusst im Schlaf? Ich habe noch nie meine Ohren umgeklappt. Tut weh wie Sau? Ist mir noch nie passiert. Ich kann da gar nicht mitreden. Tut höllisch weh? Am Kissen beim Umdrehen, aber auch da ist mir das nie passiert. Klar, du hast ja das Headset auf. Ja, natürlich, als Streamer. Ich wechsle dann auf I'm Only Sleeping und dann gehe ich direkt schlafen, wie ich bin. Das ist richtig. Das dann irgendwann bemerkt? Ha. Hattet ihr das schon mal? Nein? Nee, was? Nee, nein? Ich kenne das aber auch nicht. Was? Gronkh kennt das nicht, weil er per se nicht schläft. Das ist richtig. Das war's jetzt mit der Eule. Wir sind fertig geworden, Leute. Oh nein, bitte nicht kaputt machen. Bitte nicht. Das sieht so gut aus. Tada! Mit Sims-Musik. Hey, warte mal. Das ist ja alles richtig. War da mit den Sachen? Oh nein. Oh mein Gott. Das sind zwei Teile. Das mit dem alles richtig möchte ich kurz zurückziehen. Wir Menschen, die Laktosetoleranz ist evolutionär gesehen auch sehr frisch. Also deswegen gibt es auch so viele Leute, die keine Laktosetoleranz haben. Wir Menschen sind eigentlich auch nicht dafür gemacht, Laktose nach unserem Säuglingsalter weiter zu konsumieren. Eigentlich. Okay, wir haben uns dazu evolutioniert, länger Babys zu sein. Keine Ahnung. Milch ist Gift, guys. So fühlt sich das auch an auf Social Media. Oh, ey, ja, oder? Oh Gott, ja. Vor allem Twitter. Schön, schön. Ich musste gerade an die Dingens denken hier. Wie heißt die nochmal? Die dann wieder anfangen, Windeln zu tragen und sich bemuttern zu lassen. Ich habe vergessen, wie das hieß. Wir hatten da mal irgendwie was drüber gesehen oder drüber geredet. Die Littles, genau, die Littles. Daran musste ich denken. Ha, ist immer noch. Nein, nicht Rentner. Die waren schon immer da. Littles ist aber, glaube ich, auch ein relativ neues Phänomen. Huh. Au, 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 au. Ich hab doch gesagt, du sollst dich nicht maulen. Möchten Sie auch eine Wurst zum Mittagessen? Gar kein Problem. Wir haben sie einmal für Sie weich, schmeidig und wenn Sie auch wollen, ein bisschen hotter, ein bisschen schärfer. Nur für Sie und für die ganz schlimm Schlawiner. Auch für andere Dinge im Leben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nie wieder oder ob ich jetzt Hunger habe. You and I were like diamonds in the sky. You were shooting stars, see the vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I know how we speak up. Run right away. Run right away. Ich frage mich bei Aoife immer, wo sie diesen Resonanzkörper versteckt hat, wo diese Stimme rauskommt. Jedes Mal. Das muss doch aus den Fußsohlen hochziehen einfach. Alles ich habe nochmal einen 175er Fire Wither, den würde ich gleich mal brüten. 185er, alles Technik, ja, muss man lernen, ne? Ich glaube, sie meinte mich, oder? Ja, aber ich finde auch deine Eier geil. Was? Was? Eine sehr frühlingslastige Folge heute. Sehr gut. Ah, es juckt. Es juckt. Es juckt, wollte ich sagen. Es juckt mir in der Stirn, genau. Geiles Shirt aber. Oh. Komm gerade aus der Spätschicht und sehe zum ersten Mal ins Game rein. Was ist dein Fazit? Bis jetzt in zwei Sätzen. Gut Spiel. Gut Spiel. Wir hatten es ja vorhin. Also, Fazit, ja. Mann, oh, Spiel! Ah, gut Spiel. Gut Spiel, wenn nicht zweiter Absturz. Hat momentan auch noch ausgeglichene Bewertung oder halt vielleicht wieder besser inzwischen, weiß ich nicht genau. Wollte ich mal reingucken, warum. Hat mich interessiert, weil ich das auch noch irgendwie mal spielen wollte. Privat. Wenn Sie den Verkauf von Spülmittel ankurbeln wollen, rufen Sie mich an.
Oh mein Gott, seitdem er hier bei mir ist, benutze ich so viel mehr Spülmittel. Danke, Priel. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Bleibt gesund, werdet gesund. Performance ist schlecht, okay. Und ich habe Jizz in my pants, Mann. Was? Bitte was? Ja, das waren die Streamclips Germany. Schön, mal wieder drin gewesen zu sein. Offenbar sind wir gerade mittendrin im Frühling. Ja, die Streamer werden wieder ein wenig fickriger. Man merkt es schon. Beim Chat ist das anders. Bei dem ist das ganzjährig so. Ja, Chat ist immer ganzjährig untervögelt. Streamer oft im Frühling. Und da kann man schon merken, aha, ohne rauszugehen, ich kann jetzt hier einfach die ganze Zeit drin sitzen, vorm Rechner sitzen bleiben, schaue ich mir die Streamclips an und weiß, aha, es ist Frühling geworden. Vielen Dank, liebe Kollegen. Dann weiß ich auch Bescheid. So, danke fürs Zuschauen. Ciao mit V. Tschüss. We'll be right back.